Aber für uns sind beide Systeme falsch, denn es gibt nicht ein vorderes und ein hinteres, ein verborgenes, ein unsichtbares. Das Problem ist das, dass alles, was ist, bereits in der Oberfläche des Seins da ist und weder schön noch hässlich, hässlich oder schön ist, sondern einfach in seiner Strukturierung erblickbar als bereits in der Oberfläche und nicht in einem dahinter oder in einem davor, in einem Jenseits oder einem Hienieden, sondern eben in diesem Möbiusband selbst bereits vorhanden ist, einfach so wie es ist, nämlich in dieser Doppelung des Schreckens, dass es ist und weil es ist, deshalb wieder bestimmt ist, zugrunde zu gehen und in seiner Schönheit, dass es ist, den Schrecken zu erzeugen, wieder vergehen zu müssen, damit das wieder neues Dasein zeuge.